Metal Leute, Zeppelin hier. Heute geht's mal um was, was mich persönlich ziemlich hart abfuckt. Und zwar diese ganzen russischen Network-Channel. Sei es jetzt ein 5-Minute-Crafts oder wie scheiße heißt. Echt passiert. Ihr kennt die Scheiße. Die kacken dir die ganze Zeit in die Trends. Und das Schöne ist, sie kommen, wenn du dir irgendwie ein YouTube-Tutorial über ein scheiß Aufnahmeprogramm anschaust, die nächsten 5 Tage durchgehend in deine Recommendation-List. Was mich abfuckt, ist halt immer irgendwie ein kleiner Kanal, der irgendwie groß geworden ist. Nein! Das sind fucking russische Netzwerkkanäle, die so viel scheiß Geld haben, dass sie einfach durchgehend neue Kanäle aufmachen und diese Kanäle dann einfach den so Hotbots und Bots draufballern, dass das halt ja quasi einfach alles weggespammt wird. Du kannst, dass die halt so quasi diese Kanäle einen extremst großen Vorteil haben und es funktioniert ja. Diese irgendwie Brightside oder so, die sind mittlerweile mit einer der größten Kanäle der Welt. Die haben so ein großes Einkommen, dass sie über 1 Milliarde Euro insgesamt Geld verdienen durch fucking YouTube. Nicht irgendwie, ne, Merch oder so ein Scheiß. YouTube, die verdienen durch YouTube-Einnahmen fast 1 Milliarde. Was mich halt komplett mindfuckt. Wie kann man mit solchem hohlen, sinnlosen Content so viel Scheiß Erfolg haben? Es kommt nicht in meinen Kopf. Es ist halt wirklich einfach der Abschaum von YouTube und wer auch immer sich diese Scheiße freiwillig antut, verdient meiner Meinung nach Schläge. Dolle, harte Schläge. Aber naja. Schaut euch die Scheiße nicht an. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine und ja, ich will jetzt viel echt nicht lange halten, also. Ne? Bleibt toxisch. Deabonniert, disliked, entbimmelt die fucking Glocke und runter von meinem Rasen, du kleine Unsinnige!